Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Reihe Man 21. Herzlich willkommen, liebe Männer und auch liebe Frauen, die ihr ja vielleicht auch reinschaut. Es gibt verschiedene Konzepte für Mann-Frau-Beziehungen und das älteste finden wir wahrscheinlich im Paradies. Wenn wir daran glauben, dass Gott die Welt, die Natur und das Leben darauf geschaffen hat, ja, dann hat er den Menschen als Mann und als Frau geschaffen. Er hat sie im Paradies getraut, er hatte eine Ansprache gehalten und hat sie dann gesegnet als Paar. Und selbst als sie nicht mehr im Paradies leben konnten oder wollten, dann sind sie ja herausgegangen und haben sich dort weiterhin als Ehepaar verstanden, haben viele Kinder miteinander gezeugt. Und damals war es noch so, es gab ja keine anderen Menschen, die Kinder mussten dann untereinander wieder heiraten und dann ihrerseits sich vermehren. Sonst wäre die Menschheit ja ausgestorben. Für mich ein Zeichen dafür, dass Gott tatsächlich die Welt und die Menschen und alles Leben geschaffen hat. Denn in der Evolution, da ist ja nicht plötzlich irgendwie ein Mensch zustande gekommen, aus irgendeiner Entwicklung heraus, unvorstellbar. Und dann auch noch gleich zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, die sich dann auch wieder vermehren konnten und so. Naja, selbst wenn es so gewesen sein sollte, hätten sich dann ihre Kinder auch miteinander vermehren müssen. Es gab ja keine anderen Menschen, das ist ja nicht im großen Stil stattgefunden, dass dann plötzlich ganz viele zu Menschen mutiert wurden, sowieso unvorstellbar. Also wie soll das alles passiert sein? Ja, es gibt keine höhere Entwicklung in der Natur, es gibt vielleicht eine niedrigere Entwicklung. Ne? Wir sehen ja auch, dass an den Menschen das Niveau immer mehr nachlässt, anstatt dass es besser wird. Wird es immer schlimmer. In Wissenschaft und Technik machen wir vielleicht Fortschritte, aber das allgemeine Niveau der Menschen sinkt eigentlich immer mehr ins Bodenlose. Aber das ist ein Nebengleis. Wir kommen zurück zu den Konzepten zwischen Mann und Frau. Da ist es durchaus, wie gesagt, auch heute noch ein Konzept zu heiraten. Allerdings halten heute nicht mehr viele Ehen. 50% der in Deutschland geschlossenen Ehen werden wieder getrennt oder geschieden. Und auch Menschen, die ohne Trauschein zusammenleben oder die vielleicht nur eine Freundschaft eingehen, eine feste Freundschaft, ja, auch da sind die Trennungsraten wieder sehr hoch, nicht wahr? Ich möchte euch heute ein Konzept vorstellen, das heißt MGTOW, kommt aus dem Englischen, hat seinen Ursprung in Amerika, Man Going Their Own Way, abgekürzt MGTOW. Und es ist eigentlich ein Konzept, das besagt, dass Männer, die sich diesem Konzept anvertrauen, drei Dinge nicht tun und auf der anderen Seite die Möglichkeit haben, zwischen drei Dingen, die sie tun können, auszuwählen, was sie machen möchten. Was sie nicht tun, ist heiraten. Unter Umständen kann die Frau dann halt das Haus bekommen oder vielleicht auch eine Abfindung oder vielleicht eine Unterhaltszahlung oder irgend sowas in der Art. Ne? Punkt 2, MGTOW-Männer ziehen auch nicht mit einer Frau zusammen, ohne Trauschein. Denn ich glaube, nach 7 Jahren Zusammenlebens zählt das Ganze als eheähnliche Gemeinschaft. Und dann hat die Frau die gleichen Rechte wie eine Ehefrau. Ja, und mit Kindern ist das auch so eine Sache. Wenn es zur Trennung kommt, dann müssen die Männer Unterhalt zahlen. Und das ist ganz schön happig, was den Männern da abverlangt wird. Ja, also ein Mann, der jetzt das MGTOW-Konzept lebt, der heiratet nicht, der zieht nicht mit einer Frau zusammen. Und der wird auch keine Kinder oder vielleicht auch keine weiteren Kinder in die Welt setzen, falls er schon welche hat. Ich erlebe das auch immer wieder in meinem Umfeld, dass da Familien sind, ne? Also Ehepaar mit Kindern. So, und wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dann denkt die Frau häufig, so, jetzt brauche ich den Alten ja nicht mehr, ne? Dann trennt sie sich, zieht dann auch möglichst weit weg. Ja, ich weiß, in einem Fall ist die Frau mit ihrer Tochter in die Nähe von Bremen gezogen. Im anderen Fall ist die Frau mit ihrem Kind nach Frankfurt gezogen. Und im dritten Fall ist die Frau sogar ins südliche Baden-Württemberg gezogen, also fast schon bis an die Schweizer Grenze. Ja, die Männer, die dürfen immer noch Unterhalt zahlen, aber die sehen ihre Kinder nicht mehr. Deswegen sagen viele Männer, ach, ich bin doch nicht bekloppt, ich zeug doch keine Kinder mehr, ich heirate nicht mehr, ich ziehe nicht mehr mit einer Frau zusammen, da zahle ich mich ja dumm und dämlich. Ja, und dann sagen sie, okay, ich möchte zwar schon eine Beziehung, und jetzt kommen wir zu den drei Punkten, die ein MGTOW-Mann noch tun kann oder wo er sich was auswählen kann. Ich möchte eine Beziehung, aber mit zwei getrennten Wohnungen und nicht mit Kindern. Ja, wenn ich das so mal Männern erzähle, dann heißt es doch immer, ja, aber das ist doch unser Lebenszweck, uns fortzupflanzen. Das ist der Sinn unseres Lebens, die Art zu erhalten. Also zuerst sei mal festgestellt, dass es auf der Erde 8 Milliarden Menschen gibt. Also da
brauchen wir keine Angst haben, dass die Menschheit ausstirbt, nur weil ich mich nicht fortpflanze. Also ich jetzt metaphorisch gesprochen, weil ich selbst habe ja zwei Kinder. Also keiner braucht irgendwie Angst haben, dass er seinen Lebenszweck nicht erfüllt, nur weil er keine Kinder in die Welt setzt. Und wenn das der Lebenszweck wäre, der Sinn des Lebens, sich fortzupflanzen, dann wären wir auf einer Stufe mit Amöben, mit Bakterien, mit Keimen. Ne? Das wäre auch sehr armselig, wenn das so unser Lebenszweck wäre. Bei Spinnen ist das vielleicht der Fall. Ne? Da kommt das Männchen, muss einen bestimmten Tanz aufführen, wenn es sich dem Weibchen zur Paarung nähert. So macht es bei diesem Tanz Fehler, dann wird das schon mal schon vor der Paarung gefressen, das Männchen. Macht er den Tanz richtig, dann darf er die Spinnenfrau beglücken, darf die Eier befruchten, so, und dann wird er nach der Paarung gefressen. Er hat ja seinen Lebenszweck erfüllt. Ne? Also so kann man das nicht sehen, dass der Mann jetzt den Lebenszweck und den Lebenssinn hätte, sich fortzupflanzen. Dann müsste er auch sterben, wenn er dem nachgekommen ist, nicht wahr? Ja, also das ist Bullshit. Also es gibt, wie gesagt, den ersten Punkt, dass man sagt, ich möchte gerne eine Beziehung mit einer Frau haben, aber dann bitte mit zwei getrennten Wohnungen und ohne Kinderwunsch. Hat natürlich Vorteile. Wenn man zusammenlebt, dann ödet man sich irgendwann an, man geht sich auf den Nerv, man möchte seine Ruhe haben. Ja, vielleicht kommt man dann irgendwann nach Hause und sagt, ah toll, sie ist nicht da. Ja, am Anfang kommt man nach Hause und sagt, toll, wir sehen uns wieder, ah schön. Ja, wenn man zum Beispiel zwei getrennte Wohnungen hat, dann verabredet man sich, dann freut man sich aufeinander, dann zieht man sich hübsch an, macht sich zurecht, ne? Und dann hat man einen schönen Tag, vielleicht auch einen schönen Abend zusammen, vielleicht auch eine schöne Nacht zusammen. Ne? Dann geht man wieder auseinander und freut sich aufs nächste Mal. Ne? Wenn zwei zusammen wohnen, wer macht sich denn da noch zurecht? Ne? Da läuft man in Jogginghose zu Hause rum und mit Schmuddel-T-Shirt und man sieht sich dann auch ungeschminkt. Ne? Wenn der Mann morgens aufwacht und die Frau dann neben sich sieht, dann denkt er, wer ist das? Ne? So ungefähr. Da hat er schon den Vorteil, wenn man sich nicht jeden Tag sieht, sondern wenn man getrennte Wohnung hat, dass man sich dann noch aufeinander freut, dass man sich zurecht macht, dass man dann auch gut gelaunt zusammen die Zeit verbringt und vielleicht nicht unbedingt dann sich um Kleinigkeiten streitet oder so, sondern man reißt sich zusammen, man will dem anderen ja gefallen und man will einen schönen Abend haben zusammen oder einen schönen Tag. Das sind dann vielleicht Vorteile. Ne? Nachteile sind es vielleicht auch. Ne? Ich hatte mal ein Pärchen im Bekanntenkreis, ne? Da war er LKW-Fahrer und sie hatte einen Job in einem Büro. Ja, und er war die ganze Woche unterwegs und sie haben sich nur am Wochenende gesehen. Irgendwann hat sie gesagt, oh Schatz, ich möchte dich häufiger sehen, nicht nur am Wochenende. Ich bin in der Woche so alleine immer. Und da hat er dann zu ihr gesagt, okay, wenn ich 30 bin, höre ich auf mit LKW-Fahren. Und dann suche ich mir einen Job in der Stadt und dann nach Feierabend sind wir dann immer zusammen, dann bin ich immer für dich da. Ja, er war dann 30, er hat sich dann einen Job in der Stadt gesucht und dann haben sie beide gearbeitet und jede freie Minute zusammen verbracht und das dauerte nicht lange, dann waren sie auseinander. Dann hat das wahrscheinlich nicht das gebracht, was sie sich beide davon erwartet hatten, wenn sie sich häufiger sehen. Also das ist ein Punkt, dass man Beziehungen zwar eingeht, aber nicht zusammenzieht, sondern mit getrennten Wohnungen, dass man sich dann trifft und verabredet, klingt schon mal nicht schlecht. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ein Mann sagt, ich möchte keine Beziehung mehr haben, aber ich möchte auf Sex nicht verzichten. One-Night-Stands, Prostituiertenbesuche und sowas in der Art. Aber ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, dass solche Dinge für Verlierer sind. Ne? Denn wenn du einen One-Night-Stand hast und der war gut, ne, dann bist du traurig, dass du die Frau nie wieder siehst. Vielleicht auch umgekehrt. Ne? Die Frau ist traurig, dass sie den Mann nie wieder sieht. Und auf der anderen Seite, wenn du einen One-Night-Stand hättest, der schlecht war, dann hättest du auch darauf verzichten können. Ja, also das ist eine Lose-Lose-Situation und da kann man nur mit verlieren und deswegen ist das auch nur was für Verlierer. Ich kenne viele Männer, die in ihren jungen Jahren, ne, Verführung und so, ne, und möglichst viele Frauen ins Bett kriegen und so, aber die alle haben irgendwann dann mal eingesehen, okay, das ist nicht wirklich das Wahre. Und die haben sich dann auch feste Beziehungen gesucht. Das war dann schon eher das, was ihren Wünschen, Bedürfnissen und Vorstellungen entsprochen hat. Diese schnellen Nummern, wie gesagt, das ist was für Verlierer. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, das ist der MGTOW Monk, der Mönch. Ja, der sagt sich, ich möchte keine Beziehung mehr haben, ich möchte auch keinen Sex mehr haben. Ich möchte von Frauen einfach nur in Ruhe gelassen werden, wenn er sich im Alltag bewegt, zum Beispiel auf Arbeit oder so und dann mit Frauen zu tun hat, dann führt er mit ihnen Gespräche und so, aber er entwickelt daraus kein Interesse, kein gesteigertes Interesse an den Frauen.
Ne? Als MGTOW Monk steht man dann auch vor der Entscheidung, ne, wie mache ich das jetzt mit meinen Bedürfnissen? Gehe ich auf Feindbetrieb oder sage ich NoFap? NoFap kommt auch aus dem Amerikanischen. Das ist, wenn Männer halt auf den Handbetrieb verzichten, also keine Selbstbefriedigung. Ja, also da kann man sich dann auch entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Also ich selbst bin MGTOW Monk und ich bin auch noch NoFap. Ja, das heißt jetzt nicht, dass das jetzt in Stein gemeißelt sein muss, dass ich MGTOW Monk bin, dass ich jetzt der Mönch bin, ne? Also der Abstinente. Es kann natürlich sein, dass irgendwann nochmal eine Frau am Horizont auftaucht, die vielleicht doch mich interessiert. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, wie es dann weitergeht, ne? Wie ich schon sagte, ich lebe von meiner Frau getrennt. Wir sind schon 5 Jahre auseinander. Und in diesen 5 Jahren, da waren auch einige Frauen, die mir ihr Interesse signalisiert haben. Ich habe dann immer gesagt, ja, ist ja ganz nett, aber nein, danke. Aber vielleicht, wie gesagt, taucht irgendwann doch nochmal eine Frau am Horizont auf, die mich vielleicht doch noch interessiert und mit der es vielleicht doch anders läuft und besser läuft als der normale Beziehungsalltag. Man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie Not leide. Im Gegenteil, ich habe ein Leben, das ist okay. Ja, mit dem bin ich zufrieden. Und wenn sich tatsächlich nochmal was ändern sollte in Sachen Beziehungen, okay. Fassen wir nochmal zusammen. Es gibt 3 Möglichkeiten für einen MGTOW-Mann, die er nicht in Anspruch nimmt. Das ist heiraten, mit einer Frau zusammenziehen oder Kinder bzw. weitere Kinder in die Welt setzen. Und es gibt 3 Möglichkeiten, aus denen der Mann auswählen kann. Also entweder eine Beziehung mit 2 getrennten Wohnungen oder er sagt, ich möchte Beziehungen nicht haben, aber Sex schon. Ne? Das ist die Loser-Variante. Ne? Dann geht es mit One-Night-Stands und Prostituiertenbesuchungen ab. Und die 3. Möglichkeit ist zu sagen, ich will mit Frauen gar nichts mehr zu tun haben, also weder Sex noch Beziehung. Na, dann ist das der MGTOW Monk, der Mönch. Und da kann man sich dann auch überlegen, Fab oder NoFab. Ihr wisst, was ich meine. Okay, so viel erstmal zu diesen Konzepten. Wir werden noch einen weiteren Teil in dieser Reihe haben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Euer Alex von Mackie.